Leon, Man of the Match, 3 Tore gemacht und doch nur ein Punkt. Zufrieden oder hätte es besser sein können? Ja, zufrieden auf jeden Fall. Ich meine, wir haben gegen die ungeschlagene Mannschaft hier gespielt in unserer Liga. Meister vom letzten Jahr. Und hätten seit einem Jahr nicht verloren. Also ein bisschen enttäuscht, weil wir halt immer gefühlt haben, das letzte Ding immer hinten reingekriegt haben, aber trotzdem mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung, kämpferisch. Denn das war heute ein Spiel mit ganz viel Tempo, vielen Toren. Eigentlich doch auch für den Trainer ein Grund zur Zufriedenheit. Nicht ganz, glaube ich. Ne? Wenn man 3-3 spielt, dann ist man nie hundertprozentig zufrieden. Wir hätten gerne hier 3 Punkte mitgenommen, unsere Serie fortgesetzt. Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir aber auch nicht mehr verdient. Erster Punkt. Und der zweite Punkt, wenn man dann 2 Tore erzielt, dann darf man dann kurz nicht innerhalb von 2 Minuten die Gegentore kassieren. Die sind so einfach gefallen, da haben wir Fehler gemacht. Und aufgrund der Menge an kleinen Fehlern haben wir nicht mehr als den einen Punkt verdient. Also ich hätte das Ergebnis vorm Spiel gekauft. Ein Unentschieden gegen Spitzenreiter ist doch okay, oder? Ja, wir können damit gut leben. Wir haben, glaube ich, ein richtig gutes Spiel abgeliefert, haben immer die richtige Reaktion gezeigt auf auf die zweimaligen Rückstände. Das war insgesamt hier von der Leidenschaft her eine tolle Leistung. Wäre am Ende vielleicht, wenn du die erste Halbzeit siehst und ein bisschen effektiver bist in der Chancenverwertung, kannst vielleicht auch 2 oder 3 Tore machen in der ersten Hälfte, die Führung deutlicher ausbauen. Dann ist hier vielleicht sogar mehr drin und auch der Sieg. Aber aufgrund der zweiten Hälfte, da ja, muss man auch akzeptieren, dass wir hier mit dem Punkt zufrieden sein müssen. Es ging auf dem Platz, aber ich fand auch am Spielfeldrand recht emotional zu. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ja, also ich glaube, dass Emotionen gehören dazu. Die sind manchmal dann natürlich auch vielleicht zu viel auch. Aber wir haben in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir nicht präsent genug drauf waren auf dem Platz, dass wir uns den Schneid abkaufen ließen. Und natürlich war es uns klar, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr reinkommen müssen. Und wir haben viele junge Spieler, die dann ein bisschen stiller sind. Und dann müssen wir von der Bank natürlich ein bisschen lauter werden. Und ja, von daher gab es viele Aufreger, aber jetzt ist alles gut und alles in Ordnung. Man of the Match, Leon Dippert, das erste Mal Startelf-Einsatz in dieser Saison und gleich 3 Tore gemacht. Starke Entscheidung für einen Trainer, oder? Ja, also über die Qualitäten von Leon brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Muss dann, glaube ich, aber auch dazu sagen, dass die Tore auch zum Teil wirklich toll rausgespielt waren, also super vorbereitet waren. Das soll die Leistung in keinem Fall schmälern. Die 3 Buden musst du erstmal machen. Aber am Ende ist er natürlich dafür auch da und heute ist er da in dem Bereich dann auch vorne weggegangen und war für uns eine ganz, ganz große Unterstützung. Das erste Mal in dieser Saison in der Startelf und durchgehalten. Respekt. Ja, was heißt durchgehalten? Ne? Mit Ach und Krach, hier mal ein Bewegchen, da mal ein Krämpfchen. Aber ja, also hast ja am Ende gesehen, die letzten 10, 15 war für die Mannschaft irgendwie versuchen aufzureißen. Und da ist ja der Wille noch, der Kopf noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen mehr mit. Aber ich bin zufrieden, dass ich einigermaßen durchgekommen bin. Wie geht es für die Mannschaft jetzt aktuell weiter? Was ist am nächsten Spieltag angesetzt? Ja, wir spielen nächste Woche gegen Henstedt Ulzburg zu Hause. Wieder ein Spiel, wo der Gegner, glaube ich, sehr spielstark ist, so wie wir das gesehen haben. Nicht die Punktzahl erreicht hat, die sie bisher holen sollten, aus meiner Sicht, von der Spielstärke. Aber natürlich wollen wir da auch ungeschlagen bleiben und da vorne in der Liga natürlich vorweg marschieren. So, das ist unsere Aufgabe und die Jungs haben da Lust drauf. Aber natürlich ist das Woche für Woche schwer, logischerweise. Wir haben eine junge Mannschaft und die wird jede Woche gefordert und man hat es heute gesehen, dass wir ein paar Fehler halt zu viel gemacht haben. Was ist die nächste Aufgabe, die auf die Mannschaft wartet und auf den Trainer? Ja, am Dienstag geht es dann zum Kreispokal nach Schaßhagen-Pelzerhagen. Ja, da wollen wir unsere Hausaufgaben machen, als Favorit natürlich jetzt unseren positiven Trend auch bestätigen und trainieren dann am Donnerstag, Freitag, bereiten uns da dann auf das Spiel am Sonntag in Hahnsburg vor. Vielen Dank. Super.